Am Mittwoch war die zweite Etappe der Lotto Thüringen Ladies Tour in Gera. In diesem Jahr war es bereits schon die 33. Tour, die in dieser Form stattgefunden hat. Und auch diesmal war Gera wieder ein Etappenziel. Am frühen Morgen sind die ersten LKWs bereits auf dem Marktplatz eingetroffen, um alles für den Start um 15 Uhr vorzubereiten. Nicht nur der Markt wird vorbereitet, sondern auch die Sportlerinnen bereiten sich langsam für die 125 Kilometer rund um Gera und die insgesamt immerhin 1578 Höhenmeter vor. Hanna Vandel, Radfahrerin im Team Max Solar, erklärt, warum es denn wichtig ist, sich vor so einem Rennen warm zu fahren. Also meistens ist es so, dass es am Start schon ziemlich zur Sache geht und dann ist ganz gut, wenn man schon so ein bisschen die Beine aufgewärmt hat. Eine weitere Teamkollegin ist in Gera gar nicht so unbekannt. Beate Zanner ist bereits schon seit 2017 im Team Max Solar. Gerade durch Corona sind viele Rennen abgesagt worden und die Vorbereitung fiel somit eher dünn aus. Trotzdem muss man sich ja irgendwie auf so ein Rennen vorbereiten, aber nur wie? Am Ende blieb mir ja bloß das Training. Das heißt, ich bin halt dann im Winter viel gelaufen, habe ein bisschen Krafttraining gemacht zu Hause. Dann halt daneben natürlich das Radtraining nicht vernachlässigt, auf der Rolle, draußen, je nachdem, wie das Wetter war. Das Wetter war ja nicht immer so optimal. Und durch die Arbeit konnte ich dann immer erst nach der Arbeit. Dadurch war es ja oftmals dann bei Zeiten dunkel, also muss ich auch auf der Rolle ausweichen oder das Lauftraining vorziehen. Aber ich denke, das hatte mir jetzt schon gut getan. Ich habe eigentlich eine gute Form, aber Training und Wettkampf sind halt zwei paar verschiedene Schuhe. Und die Mädels, die halt jetzt hier am Start stehen, die haben halt schon richtig viele Rennkilometer. Für uns ist es jetzt quasi die erste Rundfahrt, das zweite Rennen. Und ja, wir wollen unser Bestes geben. Kurz vor 15 Uhr füllt sich dann auch langsam der Startbereich. Man sieht, die Fahrerinnen sind noch gut gelaunt, aber man spürt auch diese Anspannung, die in der Luft liegt. Alle machen sich für den Start bereit, letzte Handgriffe werden gemacht. Um 15 Uhr eröffnet der Oberbürgermeister der Stadt Gera, Julian Vonab, die zweite Etappe der Lotto Thüringen Ladies Tour. 5, 4, 3, 2, 1 und los geht's! Ja, das war der Startschuss. Jetzt geht es für die Fahrerin auf eine anspruchsvolle Strecke rund um Gera. Vorne mit dabei im mintgrünen Trikot sehen wir Liane Lippert als beste Bergfahrerin aus der ersten Etappe in Schmölen. Es gehen hier 17 Teams an den Start mit insgesamt 95 Radfahrerinnen. Der scharfe Start erfolgt erst nach 3,5 Kilometern am Stadtring Ost. Während die Fahrerinnen sich jetzt auf den Weg machen, haben wir den Oberbürgermeister der Stadt Gera mal gefragt, was denn eigentlich dieses Event für die Stadt Gera bedeutet. Also einerseits kostet das auch die Stadt Gera Geld, aber das ist eine Verpflichtung für uns. Solange wir es uns leisten konnten, haben wir es gerne gemacht. Dieses Jahr war natürlich die Frage, unter den Bedingungen wollen wir, die Zuschauer können offiziell ja gar nicht groß kommen, da gibt es kein großes Fest, machen wir es. Und für uns war klar von Anfang an, wir wollen, wenn es geht, auf alle Fälle. Schauen wir aber jetzt mal zurück auf die Strecke. Da haben die Fahrerinnen schon rund 40 Kilometer hinter sich und fahren gerade durch T-Shirts. Das Feld hält noch sehr dicht zusammen, wie man hier sehen kann, aber das kann sich in den nächsten Kilometern schnell ändern. Es gibt aber auch ein Schlusslicht und das ist die Fahrerin Adelheid Schütz von der Rennsportgemeinschaft Gießen-Bieler. Zurück in Gera hat sich das Feld etwas aufgelöst. Und hier kurz vor dem Ziel hat sich die Fahrerin Katharina Fox an die Spitze vorgekämpft. Mit einem deutlichen Vorsprung fährt sie vor der Weltspitze. Fährt erst seit einem Jahr Radrennen, war vorher Langstreckenläuferin und studiert nebenbei Lehramt. Hinter ihr kommt aber schon das große Feld und die geben ganz schön Gas und wollen sie einholen. Und hier ist sie wieder. Katharina Fox hält den Vorsprung und das ist wichtig, denn jetzt kommt eine weitere Sprintwertung nach insgesamt 60 Kilometern. Und die 3 Punkte für die Sprintwertung gehen an sie und sie beginnt jetzt die letzte Runde hier in Gera. Ganz vorne vor dem großen Feld liefern sich die Damen ein spannendes Duell. Das gelbe Trikot liegt vorne, aber von hinten greifen schon die anderen Damen an. Interessantes Duell um Platz 2 hier kurz vor Ende der ersten Runde zwischen dem gelben und dem grünen Trikot. Ganz knapp schafft es Liane Lippert im grünen Trikot vor Emma Noskott die Linie zu überqueren.
Somit gehen 2 Punkte für die Sprintwertung an Liane Lippert und immerhin 1 Punkt an Emma Noskert. Es bleibt also spannend hier bei der 33. Lotto Thüringen Ladies Tour hier in Gera. So ein großes Radevent plant sich nicht von alleine. Bereits zum 11. Mal plant und organisiert Vera Hohlfeld die Tour. Durch Corona stand die Tour aber etwas auf der Kippe. Bis kurz vor dem Start stand gar nicht so fest, ob die Tour überhaupt stattfinden kann. Im Winter haben wir mit den wichtigsten Leuten zusammengesessen und auch intern und mit den Sponsoren, die Mitarbeiter, alle so erfragt. Und es kam überall positives Feedback. Alle wollen die Rundfahrt haben. Geld musste man dann noch ein bisschen zählen. Und dann haben wir ja noch eine schöne Aktion gestartet, damit wir einfach nicht jeden Euro dreimal zählen müssen, sondern auch reagieren können auf alles, was uns erwartet. Und das ist gut so, weil auch in der Woche ergibt sich noch einiges, was Geld kostet. Und von daher haben alle mitgemacht. Wir haben das Geld jetzt, dass wir alles bezahlen können. Und ich bin total glücklich. Es könnte das Wetter nur noch ein bisschen besser sein. Nicht nur wir waren mit einigen Kameras vor Ort und haben berichtet, sondern auch der Mitteldeutsche Rundfunk war vertreten. Nach jeder Etappe gibt es eine halbe Stunde, in der die Etappe zusammengefasst wird. Auch wenn keine Zuschauer auf dem Markt waren, gab es trotzdem die ein oder anderen Herausforderungen. Ja, wir haben dieses Jahr doppelte Herausforderungen. Nicht nur den Beitrag für das Thüringen-Journal fertig machen, was natürlich das Hauptprodukt ist, weil das von den meisten Leuten gesehen wird, sondern wir haben jeden Tag noch eine halbe Stunde Zusammenfassung auf mdr.de oder auf der Sport im Osten-App. Das heißt, es sind mehr Kameras im Einsatz. Du hast gesagt, bei euch schon 4, bei uns auch 4, nämlich 2 feste in den jeweiligen Etappenorten. Dann die Motorradkamera, der hat natürlich bei dem Wetter hier nicht die schönste Aufgabe, aber die Jungs sind hart im Nehmen und wir haben noch eine Drohne im Einsatz, sodass wir also auch ein bisschen was von der Stadt sehen können, von den jeweiligen Etappenorten. Und die müssen dann alle, in diesem Schnittmobil kommen die ganzen Bilder an, die müssen dann alle miteinander verbunden und verkoppelt werden. Und das ist in dieser relativ knappen Zeit, die wir haben heute erst 18:30 Zielankunft, muss das natürlich alles dann ineinander spielen, damit um 19 Uhr das Ganze über den Sender gehen kann. Hat eigentlich auch eine Tourleiterin die ein oder andere Favoritin? Also natürlich, Lisa Brennauer wäre irgendwo auch mein Wunschfavorit oder Trixi Worak sogar noch eher, weil die ist das letzte Mal im Rennen dabei und die hat auch noch nie die Rundfahrt gewonnen. Ach, ich wünsche es eigentlich, ist egal, Hauptsache es gewinnt jemand und die Rundfahrt läuft und alles gut. Bevor wir auf den Zieleinlauf schauen, gibt es noch ein kleines Geschenk für die Lotto Thüringen Ladies Tour. Thüringens Finanzministerin Heike Taubert übergibt einen Scheck in Höhe von 5.000 Euro. Lottospielerinnen und Lottospieler, das habe ich hier ja schon ein paar Mal gesagt zu dieser Tour, die geben natürlich gern Geld, die gewinnen auch gern, aber das, was im Topf bleibt, das können wir vergeben. Und deswegen haben wir für die Lotto Ladies Tours wieder 5.000 Euro aus Lottomitteln vom Finanzministerium. Die Vera hat es dieses Jahr besonders schwer und die Testung, alles Mögliche, was zusätzlich auf sie zugekommen ist. Und deswegen haben wir gesagt, da beteiligen wir uns. Zurück an der Strecke ist jetzt die Endphase. Nach 125 Kilometern kommen die Sportlerinnen jetzt ins Ziel. Ganz vorne an der Spitze Lorraine Wiebes aus den Niederlanden und sie kämpft auf den letzten Metern hier in Gera. Und das hier ist ein klares Ergebnis. Sie gewinnt die zweite Etappe hier in Gera mit einer Zeit von 3 Stunden, 24 Minuten und 12 Sekunden. Dahinter Emma Noskert, die den zweiten Platz belegt und auf dem dritten Platz ist die Luxemburgerin Christine Machereux. Die restlichen Fahrerinnen aus dem Hauptfeld kommen auch alle so langsam hier ins Ziel. Beate Zanner aus Gera ist mit dem Hauptfeld ins Ziel gekommen, das, was sie sich vor dem Rennen gewünscht hat, und belegt somit den 47. Platz mit einer Zeit von 3 Stunden, 24 Minuten und 13 Sekunden und bekommt noch ein besonderes Trikot für ihre Leistung. Wie war aber nun hier das Heimrennen in Gera? Ja, es war das zu erwarten harte Rennen gewesen. Es war viel Wind gewesen, es war zwischendurch hat es geregnet. Und ja, am Ende bin ich halt froh, dass ich jetzt doch noch mit dem größeren Hauptfeld reingefahren bin. Und das heißt erstmal Erholung.
Eine weitere deutsche Fahrerin konnte hier in Gera glänzen und lag zeitweise sogar vor der Weltspitze. Es ist Katharina Fox. Sie kommt als 92. ins Ziel. Sie ist aber trotzdem glücklich und hatte sogar während des Rennens Tränen in den Augen. Aber warum? Nach der zweiten Bergwertung habe ich eine Attacke versucht und auch durchführen können. Und ja, bin vorgefahren und war eine Dreiviertelrunde fast alleine vorne. Und das war ein unfassbares Gefühl, vor der Weltspitze herfahren zu dürfen, zu können. Und ja, das hat einen zwischendurch einfach total mitgerissen, so dieses Gefühl. Und das war das Rennen hier in Gera. Das Wetter hat zum Glück bis zum Schluss ganz gut durchgehalten. Und wir wünschen allen Fahrerinnen noch viel Erfolg für weitere Rennen.